Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu FIFA 17, heute mit dem VfB und wir werden heute richtig mit den Transfers loslegen. Unter anderem gab es da zwei Fanwünsche, nämlich sollten wir ein bisschen in der Verteidigung aufräumen. Dort haben wir unter anderem Sunic, der auf die Transferliste soll und darüber hinaus auch nochmal Klein. Ja, ich persönlich bin der Meinung, die beiden sind zumindest, was die Wertung angeht, eine Bereicherung für die Mannschaft, aber wir können auf jeden Fall für Ersatz sorgen. Dazu können wir erstmal auf unsere Wunschliste schauen. Dort sehen wir nämlich einige Spieler, unter anderem, ja gut, Niklas Süle. Der ist ein bisschen teurer als das, was wir aufbringen können als Verein. Und da haben wir zumindest drei ziemlich gute Alternativen. Ermin, und jetzt wird es schwierig, ich versuche es nicht auszusprechen, egal. Ja, für 6,5 Millionen von Hoffenheim, das könnte klappen. Sobiech vom FC St. Pauli, darüber hinaus auch noch Dekali von der Eintracht Braunschweig. Dann könnten wir auch noch Dominic Kor eventuell abwerben, der eine ziemlich schlimme Verletzung erlitten hat. Im Spiel ist er allerdings spielbereit. Und wen haben wir denn da noch alles? Dort hätten wir unter anderem den guten Grilltisch. Ich weiß, Grilltisch heißt er, von Werder Bremen. Goretzka ist viel zu teuer. Also da gibt es ein paar Spieler. Da haben einige einfach nur ein bisschen Wunschdenken geäußert. Denn wirklich holen kann man die sich, denke ich mal, nicht. Jonathan Schmid könnte man sich eventuell auch überlegen. Allerdings würde ich da lieber zu Michael Gregoritsch gehen. Der ist entsprechend ziemlich jung. Beim HSV könnte man vielleicht auch ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Und der scheint eventuell auch ein ziemlich gutes Talent zu sein. Also seit 2015 ist er entsprechend im Verein. Er bedient das linke Mittelfeld. Da bräuchten wir einen doch recht schnellen Spieler. Und wir gucken mal, was hat er da unter anderem. Eine gute Sprintgeschwindigkeit, kann er gute Flanken reingeben. Das wäre natürlich auch ganz wichtig. Ja, okay, da muss man mal schauen. Da wäre Jonathan Schmid auf jeden Fall im Moment die bessere Alternative. Aber das kann man auch noch alles trainieren. Insofern sollte man da auf jeden Fall ein bisschen entspannter rangehen. Wen man sich aber auch holen könnte, wäre Marvin Stefaniak. Der ist nämlich ziemlich gut unterwegs. Hat eine unglaubliche Pace, also wirklich eine Sprintgeschwindigkeit, einen Antritt darüber hinaus. Das ist alles phänomenal und er zeigt großes Potenzial von Dynamo Dresden und da werde ich definitiv mal anklopfen für einen möglichen Kauf. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wie viel wollen wir denn bieten für ihn? Ich würde sagen 2,7 Millionen wäre erstmal eine Idee. Das klingt nach einem recht fairen Angebot. Er ist im Moment sehr glücklich, aber vielleicht hat sich das jetzt in den letzten paar Minuten geändert und er möchte doch wechseln. Gregoritsch wäre eventuell auch eine Möglichkeit, aber wenn ich mir dann entsprechend anschaue, dass er ja nicht unbedingt der schnellste ist, vom Antritt her nicht unbedingt am besten bewertet ist, seine Stärken liegen dann tendenziell eher ein bisschen bei Schüssen, zumindest beim Freistoß. Gut, technisch ist er auch einigermaßen begabt. Er ist 1,93 groß, alter Verwalter. Eventuell könnte man da bisschen runtergehen mit dem Preis. 2,8 Millionen, auch für ihn, glaube ich. Moment, habe ich da für Stefaniak entsprechend auch 2,8 Millionen geboten? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir da ein bisschen preislich runter. Grilic ist jemand, der, ja, was kann der ziemlich gut? Er ist ein ruhiger Spieler, ist auf jeden Fall mal recht wichtig, hat ziemlich gute Übersicht, das ist ziemlich gut für entsprechend Pässe im Mittelfeld. Pässe kann er auch gut spielen, kurze Pässe zumindest. Gut, im Abschluss ist er nicht so gut, aber das braucht man auch nicht unbedingt im zentralen Mittelfeld. Er würde auch eher als zentral defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Hin und wieder für unseren Kapitän. Ballkontrolle, Dribbling, auch da ist er einigermaßen gut unterwegs. Auch die langen Pässe kann er. Zeigt er denn großes Potenzial? Nein, aber der Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Vielleicht könnte Werder Bremen sich da überzeugen lassen von einem etwas niedrigeren Angebot. Ich würde sagen 2,2 Millionen wäre ziemlich fair. Dann schauen wir mal weiter. Dominic Kor, wir schicken ja erstmal jetzt die verschiedenen Angebote ab. Das heißt, wir werden jetzt nicht final, ach verdammt, jetzt habe ich eine Anfrage abgeschickt. Wir werden jetzt nicht final irgendwie versuchen, die Spieler abzuwerben. Er ist ein wichtiger Stammspieler bei Augsburg.
Vielleicht könnte man da, na, mal schauen, vielleicht mit 5 Millionen was reißen. Wahrscheinlich ist er um die 6 bis 7 Millionen wert. Okay, vielleicht versuche ich da auch mal die 4,7 Millionen, die er tatsächlich als Wert angegeben hat aktuell. Vielleicht versuchen wir es mal mit denen. Wir können ja später immer noch ein bisschen preislich hochgehen. So, Dominik Heinz. Das ist wieder ein klassischer Fall von Wunschdenken. 22 Jahre alt, 77 Punkte. Aber da gibt es auch unter anderem andere ziemlich gute Spieler. Olivier Buscagli, da, also ich muss sagen, aus Nizza wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, sich da einen Spieler zu holen. Ich müsste mal schauen, ist er so ein super krasses FIFA-Talent? Ich weiß es nicht. Ich habe auf So FIFA oder so nicht geschaut. Werde ich auch nicht. Sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Ich werde euch entsprechend als Ratgeber beiseite haben. Und ansonsten, weiß nicht. Ich würde mir aber auch da wünschen, gebt realistische Tipps ab. Dekali zum Beispiel ist durchaus realistisch der jüngste der drei Innenverteidiger, die uns empfohlen wurden. Für die rechte Verteidigung brauchen wir für Klein keinen Ersatz. Und ich würde mal überlegen, eventuell 2 Millionen zu bieten, plus Sunic, der ist auch nochmal 2 Millionen wert. Der Wert von Dekali liegt bei aktuell 4,3 Millionen. Das heißt, wir kämen auf einen Gesamtwert von rund 4 Millionen und das würde in etwa seinem Wert entsprechen. Also da könnte man sich auf jeden Fall mal überlegen, ja zu sagen, aus Dekali-Sicht. Ich wurde auch angefragt, ob ich Pulisic oder Paslak mir holen könnte. Ich muss sagen, bezüglich der BVB-Spieler oder auch Emre Mor wurde mir ebenfalls nahegelegt. Ich glaube nicht, dass ein BVB-Spieler in echt zu einem Zweitligisten wechseln würde. Vielleicht die Leute, die garantiert auf der Bank sitzen werden, bestenfalls, die würden für eine Laie rübergehen, aber auch nicht mehr. So, für Sobiech könnte man, der sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Was hat denn der da? Unter anderem faire Zweikampfführung, Manndeckung. Der hat eine ziemlich gute Schusskraft. Aha. Und eine Kopfballpräzision, das heißt, falls es Ecken gibt, ist er auf jeden Fall gefährlich. Den könnte man eventuell auch nochmal abwerben. Ich versuche es mal mit 4,2 Millionen. So. Und wen wollen wir uns da noch alles raussuchen? Ach ja, hier, beim guten Ermin werden wir uns nochmal erkundigen. 3,6 bis 5 Millionen. Er hat weniger als ein Jahr Vertragslaufzeit. Mal schauen, ob die mit 3 Millionen einverstanden wären. Das wäre tatsächlich eine interessante Option. Wenn er für 3 Millionen kommt, das wäre echt ein sehr, sehr günstiger Spieler. Wäre wirklich super. Ansonsten ein Weigel wird, glaube ich, eher nicht ja sagen. Sollte auch nicht so sein. Gnabry, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesehen. Genau, der ist kürzlich für 7 Millionen von Arsenal gekommen. Also auch da wird man, denke ich, erstmal warten müssen. Valentino Lazaro, den beobachten wir noch genauso wie Luis Schaub. Wladimir Darida, auch er hat noch kein finales Rating. Insofern warten wir da einfach mal ein bisschen ab. Maximilian Eggestein. Hat er entsprechend ein hohes Potenzial. Wir brauchen keinen auf der Leihliste. Wir haben selbst Leute im zentraloffensiven Mittelfeld, die wir noch einsetzen wollen in den kommenden Wochen. So, und ich würde sagen, da können wir auch direkt schon mal ein bisschen was anpassen. Özcan hat ein super Dingens. Ich habe irgendwie beim allerersten Mal, als ich ihn gesehen habe, oder viele Spieler gesehen habe, habe ich gar nicht die Grafen wahrgenommen. Überrascht, wie viele Grafen es doch gibt. Also wie viele Spieler mit viel Potenzial es gibt in dieser Mannschaft. Aber auch positiv überrascht, ja. Ansonsten Vanicek, ich würde da wahrscheinlich eher auf Özcan tippen, wenn man entsprechend noch einen Spieler reintut. Deswegen nehmen wir ihn erstmal raus. Keine Sorge, jeder wird seine Spielzeit bekommen. Und dann würde ich mal sagen, skippen wir ein bisschen was. Trainingsverletzung. Benjamin Pavard. Ich glaube, ich hatte ihn auf der Bank zumindest. Nein, hatte ich nicht als Rechtsverteidiger. Na gut, immerhin. Immerhin nur ein Reservespieler, aber trotzdem nicht schön. 7 Tage lang wird er nicht mehr dabei sein. Wir haben das monatliche Scouting-Update und die Anfrage zu Dominic Kor. 9 Millionen wollen die Leute. Alter Schwede, ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. So, Baumann. Ich schaue hier übrigens immer auf das Potenzial. Ihr seht die Gesamtwertung links, das Potenzial rechts.
Je besser euer Scout, desto besser kann er das alles einschätzen, natürlich. Und ich würde zum Beispiel immer danach gehen. Hier haben wir zum Beispiel ein Potenzial zwischen... Na, Moment. Jetzt wechselt es erst nach links. Hat kurz gehangen. 58 bis 78. Ist jetzt nicht unbedingt der höchste Wert, ne? Deswegen würde ich da einfach sagen, nehmen wir den schon mal direkt raus aus der Beobachtung. Er hat hier ein Potenzial von 66 bis 88. Das heißt, theoretisch könnte er sich irgendwo in den Bereich 80 hin entwickeln. Insofern behalten wir ihn mal. 73 Potenzial ist mir wiederum zu wenig. 81 passt noch einigermaßen. Da warten wir nochmal eine zweite Einschätzung ab. Und diejenigen, die entsprechend noch drin sind, die werden noch weiter beobachtet. Und die erste Partie gegen St. Pauli steht bald an. Alter Schwede, das ging schnell. Transferangebot inakzeptabel. Der Spieler ist zu wertvoll für uns. Was Lasse Sobiech betrifft, haben wir feste Preisvorstellungen in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Vielleicht könntet ihr euch dazu überreden lassen, wenn ich euch 4 Millionen biete und einen Spieler, den wir vielleicht nicht verkaufen könnten. Aber gut, ich muss sagen, ich kann es irgendwie auch verstehen, dass man einen Spieler dann nicht so sehr mag, wenn er entsprechend mal schwache Leistungen zeigt in einer Saison. Aber die Frage ist natürlich, wollen wir ihn nicht trotzdem aus einer funktionalen Sicht, wollen wir ihn nicht trotzdem irgendwie in der Mannschaft behalten? Wäre natürlich eigentlich ziemlich gut. Stefaniak hat ein Angebot für 2,4 Millionen erhalten. Moment. Ja gut, das Angebot schaue ich mir gar nicht erst an. Wie viel haben wir geboten? 2,7 Millionen, also wir haben definitiv mehr geboten. Vielleicht überlegt Dresden, okay, unseren Konkurrenten, verkaufen wir die Spieler lieber nicht, dann lieber ein bisschen weniger einnehmen, aber das glaube ich nicht. Und hier wurde direkt der erste Vertrag angeboten, beziehungsweise der erste Spieler hat akzeptiert. Die Spielerforderung 15.000, ich würde jetzt erstmal nur die Jahre entsprechend übernehmen und würde ihn als wichtigen Stammspieler etablieren. Das ist immerhin eine Position höher als das, was er hat. Ich sehe hier wichtig für erste Mannschaft. Ist aktuell essentieller Stammspieler. So, Angebot absenden. Dann sag mir, was du davon hältst, Bub. Und dann könntest du bald vielleicht bei uns loslegen. Transferangebot inakzeptabel. Dominik Kor, ja, wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. 4,7 Millionen, ja, da habe ich echt einen süßen Versuch gestartet. Und Stefaniak, das Angebot wird akzeptiert. Du, mein Lieber, kriegst dann erstmal, sagen wir mal, 9.000. Und dich nehmen wir auch gerne für 4 Jahre an. Wir würden dich auf jeden Fall erstmal als wichtigen Stammspieler annehmen. Das wäre für ihn keine große Steigerung, trotzdem ein bisschen höheres Gehalt. Und seine Forderung bezüglich der Vertragslänge wird ebenfalls eingehalten. Und wir haben viele Nachrichten bekommen. Die Summe ist zu niedrig. Wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. Ja, meine Lieben, dann schauen wir mal. Neues Angebot unterbreiten. Gehen wir jetzt mal auf die erwähnten 3,6 Millionen. Denn Spieler mit 77 oder ich könnte es fast schon mit 4 Millionen versuchen oder so, aber ich versuche es erstmal mit dieser Mindestsumme, die mir hier empfohlen wird. Denn Spieler mit 77 Punkten wäre für unsere Mannschaft natürlich ungemein wichtig. Dekali soll auch... Ja, Moment, wenn ich jetzt entsprechend diese Vertragsangebote losschicke... Wenn die annehmen, dann kann es ja sein, Gregoritsch, 2,8 Millionen, der ist doch eigentlich 4,5 Millionen wert. Ist er vielleicht gar nicht so gut, wie er hier präsentiert wurde? Dynamo Dresden hat für Stefaniak ein Angebot abgegeben. Losk Lille hat ein Angebot abgegeben, Moment. 3,1 Millionen für Saulo Dekali. Also da muss ich eigentlich schon fast direkt zugreifen für 2 Millionen. Also ich würde sagen, du bist erstmal wichtig für die erste Mannschaft. Ich werde es einfach mal so machen und du bekämst ein Gehalt von 14.000 rund. Oh, jetzt habe ich die Summe gar nicht akzeptiert. Na gut, 13.500. Vielleicht möchte es das Schicksal so. Ne, wir bleiben auf jeden Fall bei 14.000. Und Spieler führt auch Gespräche mit Ingolstadt. Und zwar der gute Grilltisch.
Mal schauen, wie viele Spieler wir entsprechend hier ergattern können. Ich werde auch auf einen starken Jugendstab setzen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Es wird definitiv nicht so sein, dass ich mir jetzt irgendwie nur Spieler dazu kaufen möchte. So, ich habe gerade eben die Journey-Story weitergespielt. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder gut in die Partie reinkomme. Denn es ist natürlich ein bisschen ungewohnt, wenn du dann entsprechend... Ja, immerhin ging die Latte. Wenn du dann mit einem Spieler gespielt hast und jetzt wieder eine ganze Mannschaft kontrollieren musst. Spieler im Fokus, Toni Sunic. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er so in den Fokus rückt. Positiv oder negativ, wird sich noch zeigen. Im Endeffekt muss ich auch so ein bisschen funktional denken. Insofern, wenn ich hier tatsächlich ein, zwei Spieler bekomme, die ihr euch wünscht und die auch ich mir wünsche, habe ich auch kein Problem damit, ihn weiter zu verkaufen. Sollte aber die beste Innenverteidiger-Option sein im Spiel. Dann müssten wir zu ihm halten, aber ich glaube, wir haben für Ersatz schon fast gesorgt jetzt schon. Na, der sollte eigentlich nicht dahin gehen, sondern zu Insua. Na, verflucht. Der letzte Pass hat nicht gepasst. So, St. Pauli. Auch ein Verein mit einer riesen Fanbase, mit einer riesen Tradition. Ja, es tut mir leid, aber vielleicht gehen die ohne drei Punkte aus. Ja, ouch! Was war denn das für ein Assi-Move? Da wurde das Abseits aufgehoben. Na komm schon! Ich habe schon davor auf Schusstaste gedrückt. Auf die Schusstaste, Mann. Ginczek, reagier doch bitte. Kann man sogar nachvollziehen. Den Balken habe ich schon davor gefüllt. Immerhin. Superball. Sowas haben wir früher immer Coolerball genannt. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingskommentare von den FIFA-Kommentatoren. So, Ginczek. Ach, komm schon, was war das denn für ein Schuss? Das haben wir auch früher Coolerball genannt. Ach, der war abgefälscht. Okay, gut. Ich schaue da, wie gesagt, nicht so genau hin. Ich gucke einfach direkt aufs Tor, um zu sehen, ob der reingeht oder nicht. Und hoffe dann immer mit. Ich fieber mit dem Ball mit. Und warte einfach auf seine Ankunft. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn irgendwie die Familie im Urlaub war, ja, ohne einen, dann wartet man ja auch irgendwie nicht, ja gut, passiert nicht so, komisches Beispiel. Wenn irgendjemand im Urlaub war, ein Kumpel, und du holst ihn vom Flughafen ab, da holst du ihn auch nicht entsprechend am Flughafen ab, wo er losfliegt, sondern da, wo er ankommt. Genauso beim Ball. Erst wenn er ins Tor reingeht, erst dann heißt man ihn willkommen. Sehr, 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 sehr komische Analogie. Aber ich glaube, als FIFA-Kommentator... Für einen FIFA-Kommentator-Posten wird es reichen. Bam, fetter Sponsor Tag Heuer. Ey, was war das denn? Leute, der hat mich da direkt gefoult. Warum passt der da unten? Der sollte nicht nach rechts. Nein, der sollte nach vorne gehen. Oh Mann, der kommt sogar tatsächlich noch dazu, den Ball irgendwie hereinzugeben. Zwar nicht gefährlich, aber trotzdem. Och komm, Leute.
Muss ich denn die Richtung wirklich Grad für Grad korrekt angeben, damit es logisch erscheint, zu wem der Ball gehen soll? Alter, was war das denn? Das Zweikampfverhalten wird gebilligt. Na gut. Zum Einwurf geklärt und die erste Halbzeit bis jetzt torlos. Es gab aber ein paar Chancen. Ich reg mich immer noch wegen der einen von Ginczek auf. Alter Schwede. Weil er einfach nicht geschossen hat, als ich es wollte. Und befohlen habe. Alter Schwede. Ja, gut. Geh bitte noch her da rein, ne? So. Erste Halbzeit vorbei. 0:0. Gut, ich wäre jetzt auch nicht unzufrieden, wenn ich aus der ersten Partie mit einem Punkt herausgehe. Wäre aber natürlich ganz schön, hier mit einem Sieg zu starten vor heimischem Publikum. Aber wir brauchen so ein bisschen Zeit. Vor allem werden sich noch einige Änderungen hier in der Mannschaft etablieren müssen. Und das kostet natürlich auch so ein bisschen Zeit. Alter Schwede. Ja, sehr gut. Dazwischen gegangen, aber dann rennt er vom Ball weg. Und die erste Torchance in der zweiten Hälfte. Der Kopfball ein bisschen präziser und auch der hätte gefährlich werden können. So ein kleines bisschen stehe auch ich unter Strom gerade. Merkt man vielleicht. Sehr angespannt bin ich hier aktuell. Warum zieht der Schiri eigentlich was Schwarzes an, wenn die Leute von St. Pauli... Nein! Spiel doch auf den Flügel, Mensch! Mach's wie ein Pianist, spiel auf den Flügel. Ja, ich weiß, dem müsste ich anpassen, aber egal. Ganz ehrlich, im Schatten sieht es so dunkelbraun aus. Und auch im Sonnenlicht kann man jetzt Schiri und Spieler nicht unbedingt unterscheiden, finde ich. So, Keeper hat ihn safe. Na, leider kam der nicht durch. Idee gut. Aber der Situation nicht angemessen. Kann man den Spielern mal keinen Vorwurf machen. Das war mein Fehler definitiv. Warum zu Ginczek? Auch da wieder, die mögen es irgendwie, die riskanten Bälle zu spielen, ne? Also wenn ich das umsetzen könnte, was sich in meinem Kopf die ganze Zeit abspielt, dann könnte ich hier richtig, richtig entspannt spielen. Und müsste nicht irgendwie fürchten, die ganze Zeit schon beim Spielaufbau den Ball megamäßig schnell zu verlieren. Oh, der Ball, die Hereingabe und da geht keiner hin. Natürlich nicht. Verflucht, das war eine Riesenchance. Das war echt eine Riesenchance. Da habe ich echt gepatzt. Ich bin gespannt, ob auch heute die Einblendung kommt. Ilkay Gündoğan sei zu Manchester City gewechselt, denn ich wusste nicht, dass der das getan hat, ehe mir das Spiel das 15 Mal mitgeteilt hat. Oh, der geht durch. Gar nicht gut. Na komm schon, hau das Ding weg. Jawohl, der haut ihn straight nach oben. Alter, Keeper. Ich glaube, ich brauche da nichts dazu zu sagen, oder?
Was war das denn für ein trauriges Tor? Mal ganz im Ernst. Verteidiger und Keeper behindern sich da gegenseitig. Das war... Nein, warum denn dahin? Da ist doch gerade einer... Da hat sich auch gerade einer freigelaufen, der nicht so gut gedeckt war. Der war ein bisschen besser anspielbar. Und wir brauchen ein bisschen frischen Wind. 8 Minuten vor Schluss, vielleicht ein Ticken zu spät, aber... Ich habe ja eigentlich auf die Mannschaft gesetzt. So... Na, Moment. Oh. Teller weggehauen. Schön. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Falls ja, Easter Egg. Und sogar hier setzt der Typ sich durch. Alter Schwede. Ja, sehr gut. Schöner Einsatz hier mal. Und auch der Ball kommt nicht durch. Ich hätte ihn eventuell hochspielen müssen, aber so ein bisschen straffer. Genauso. Und es wird extrem gefährlich. So, scheinbar kommen wir doch nicht zu einer Auswechslung. Ach komm, Alter! Spiel dir doch ein bisschen steiler am Spieler vorbei. Egal. 0 zu 1. Die Chancen waren definitiv da. Aber gut. Es ist ein Eingewöhnungsspiel. Insofern entspannen wir uns. Und Toni Sunic hat ein Angebot erhalten. 1,5 Millionen von Kaiserslautern. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Oh. Ja, genau. 91 Millionen wollen wir. Nee, fordern wir mal 2,2 Millionen. Ich versuche auf jeden Fall, möglichst auf die 2 Millionen zu kommen, die da entsprechend Angebote ablehnen, künftige untersagen, die da entsprechend angegeben sind. Ansonsten hat Pauli das Angebot akzeptiert. Angebotener Spieler, ebenfalls Toni Sunic. Also, das wäre eine Möglichkeit. Wie bieten wir dir... Na gut, ich möchte jetzt auch kein Pfennigfuchs da sein. Wichtig für die erste Mannschaft. Du würdest auf jeden Fall direkt mitspielen, mein Lieber. Angebot abgelehnt von Grilic. So, als mit welcher Begründung? Ihr Verein ist nicht prestigeträchtig genug für mich. Danke für Ihr Interesse. Er schreibt da nicht mal mit einem Punkt. Danke für Ihr Interesse, aber überarbeiten Sie Ihr Angebot bitte noch einmal. Ja, wenn er mit so einer Attitüde da direkt schon rangeht, nicht so freundlich. So, mein Lieber, du wärst wichtiger Stammspieler. Und das schreibe ich auch einfach nur in diesen Vertrag rein. Du wirst ein Rotationsspieler bei uns sein. Jetzt sei nicht so hochnäsig. Spieler führt auch Gespräche mit dem ersten FC Köln, und zwar Grilic. Und Marvin Stefaniak, da gab es wieder ein Angebot. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der Transferphase. Ingolstadt hat... Ach hey, Ingolstadt hat... ein Angebot akzeptiert. Moment, für Grilic? Ja gut, wir sind ja in Verhandlungen mit den Spielern, mit dem Spieler, mal gucken. So, und unser Kollege Stefaniak will wechseln. Das ist richtig cool. Also Leute, unser erster Transfer, das unterzeichnen wir gerade mal alles.
Und wir haben direkt die Neuverpflichtung. Und der Kollege wird, denke ich mal, auf dem linken Flügel einiges ausrichten können. So, ist irgendwie schwierig, alle Positionen hier abzudecken mit den Auswechselspielern. Deswegen mag ich so ein klassisches 4-4-2 ein bisschen mehr. Da kannst du nämlich einen zentralen Mittelfeldspieler zum Beispiel mitnehmen. Da musst du nicht fürs offensive und fürs defensive Mittelfeld vorsorgen, falls sich zum Beispiel jemand verletzt. So, ansonsten nehmen wir mal hier die Session gerade mal raus und packen da noch eine rein, und zwar für unseren Kollegen. Na, wo ist denn der gerade dazugekommen? Genau, hier, Stefaniak. Ach herrje, habe ich ihn gerade die ganze Zeit suchen wollen. Okay, was werden wir hier versuchen zu verbessern? Wollen wir hier die Beweglichkeit, wollen wir vielleicht das Tempo von ihm nochmal weiter erhöhen? Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber das Tempo hat er ja schon in gewisser Weise. Vielleicht bräuchte er ein bisschen Ballkontrolle. Also, ich würde sagen, wir machen es einfach mal so und simulieren die Sessions mal wieder. Dann geht es direkt mit den Transfers weiter. Ja, den Keeper könnte ich jetzt eigentlich wieder aus dem Programm rausnehmen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Abbrechen. So, ich muss scheinbar auf Weiter drücken. So, 1,7 Millionen wollen die bieten. Nochmal kurz ein Gegenangebot. Moment, ich habe da doch Sunic irgendwo... Stimmt, den habe ich für hier... Habe ich den für Dekali angeboten? Oder für Sobiech habe ich ihn angeboten, glaube ich. Wären auf jeden Fall beides Leute, die ich hier haben möchte. Genau, hier hatte ich Sunic. Und hier haben wir Grilic, der möchte hier doch wechseln. Ist er ein interessanter Mann für die Zukunft? Ich denke schon. Kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Und darüber hinaus, Dekali ist ebenfalls dabei. Also bis jetzt sind fast alle Leute dabei. Moment, 1. FC Köln hat Angebot akzeptiert, aber nicht unser Angebot, Moment. Ja, okay, gut, das ist so ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Und wir haben Neuverpflichtungen, jawohl. Und zwar richtig viele Neuverpflichtungen. Da können wir fast schon richtig, richtig viel ändern in der Startaufstellung. Was heißt denn fast schon? Wir können richtig viel in der Aufstellung ändern. Und Sobiech ist hier nicht erholt rübergekommen. Was hat denn St. Pauli mit ihm angestellt? Alter Verwalter. Sama hat sich hier verbessert. Ansonsten Grilic. Ja, das wird richtig eng. Das wird richtig, richtig eng. Da muss ich richtig gut managen, damit irgendwie jeder seine verdiente Spielzeit bekommt. Die möchte ich auch natürlich jedem dann zusprechen. So, und wir gucken mal, wie die Transferphase weiterhin aussieht und ob wir vielleicht nochmal ein Scouting-Update bekommen. Transferangebot inakzeptabel. 9 Millionen. Leute, der Typ ist im nächsten Jahr weg. Entweder ihr nehmt jetzt zum Beispiel 4 Millionen... Oder wir lassen es sein. Und mit einer fast komplett neuen Mannschaft wird es dann entsprechend in die nächste Partie gehen. Aber wir gucken erstmal. Klein kriegt ein Angebot. 1,7 Millionen von Mainz. Da unterbreiten wir mal ein Gegenangebot. 2 Millionen würde ich schon gerne wollen. Jetzt bitte verhandelt nicht auf die letzte 100.000, liebe Mainzer. Nehmt ihn einfach. Und dann passt das Ganze schon. Und wir haben ein weiteres Transferangebot bekommen für Ginczek. 13,5 Millionen. Wir könnten aber zwischen 14 und 17 Millionen verlangen. So, 2 Millionen, das wird akzeptiert. 9 Millionen wollen die weiterhin. Dann können die den Spieler gerne behalten. Dann holen wir ihn uns halt ablösefrei von mir aus. So, und die Frage ist... Einige werden mich vielleicht dafür hassen, aber ob wir eventuell eine bessere Alternative für Ginczek bekommen könnten, weil das ist schon ein verdammt hoher Preis, aber ey, ich würde sagen, wenn schon so viel geboten wird, dann wird er auch seine Kohle wert sein. Nach dem ersten Spieltag können wir uns mal die Tabelle kurz anschauen. Einige haben schon 2 Spieltage gespielt, die Münchner 1860 haben da entsprechend beide, die Münchner Löwen haben da beide Spiele gewonnen, haben 6 Punkte, haben sich da vorne festgesetzt. Ja, mal abwarten, wo die Reise mit uns hingeht. Achso, das sind alle 18 schon.
Ha, komisch. In FIFA 16 wurden, glaube ich, nicht alle 18 auf einem Bildschirm abgebildet. So, und wenn wir die Partie jetzt gewinnen, dann sind wir hier definitiv erstmal aus dem Keller raus. Und dann geht's hoffentlich in Richtung Aufstiegsplätze. Also, das ist natürlich langfristig das Ziel. Ich muss mich so ein bisschen immer noch einspielen, aber ich denke, dass wir eine gut gerüstete Mannschaft für die nächsten Partien haben. So, für dieses Mal wär's das dann. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir haben die Transferphase größtenteils jetzt hinter uns. Beim nächsten Mal geht es entsprechend weiter. Moment, ich kann doch nicht das schauen, was ich schauen wollte. Ja, beim nächsten Mal geht es entsprechend weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich mit 3 Punkten beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es ein bisschen auch noch mit der Transferphase natürlich weiter. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Jugendstab, wo wir auch nochmal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Scoutbericht verfügbar. Neuer Scoutbericht oder wie? Scheinbar nicht. Da hat sich nicht so viel geändert. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein!